Kellerduelle im Georg-Weber-Stadion vor 310 Zuschauern. Der 18. trifft auf den 17. in diesem Nachholspiel vom 12. Spieltag. Beide gehen mit Selbstvertrauen rein. Die Hausherren ganz in Rot gewonnen am Samstag 1:0 in Eichstätt. Eltersdorf siegte zuletzt sogar zweimal in der Liga und schlug sich auch beim 0:3 im Toto-Pokal gegen Drittligist Würzburg wacker. Dementsprechend die Quetten von Beginn an dominant und mit einer Top-Chance nach 18 Minuten. Adi Topalay aber da offenbar zu überrascht, dass die Kugel nach einer Ecke zu ihm durchrutscht. Die Gäste also klar Chef im Ring, ohne allerdings bis auf die gerade gezeigte Ausnahme wirklich zwingend zu sein. Hier mal eine Aktion von Julian Konrad, vielversprechend im Einsatz, letztlich aber nicht allzu gefährlich. Rein, das bis dato überhaupt erst ein mageres Heimpünktchen geholt hat, setzte gezwungenermaßen auf Umschaltspiele und Standards. Und nach einer guten halben Stunde tauchten sie dann erstmals etwas gefährlicher im Eltersdorfer Strafraum auf. Die größte Chance zur Hausherrenführung dann in der 39. Minute im Anschluss an eine Ecke. Aber der Schuss von Dominik Bobinger wird noch geblockt. Grundsätzlich aber die Mittelfranken das bessere Team. 44. Minute. Kelvin Sengül setzt sich über links durch und in der Mitte ja Konrad das Leder in die Maschen zur eigentlich längst überfälligen Gästeführung. Optimaler Zeitpunkt natürlich so unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Hausherrentrainer Christian Krzyżanowski versuchte mit einem Dreifachwechsel neue Akzente zu setzen, brachte aber vorerst nicht viel. Der Liga-Neuling weiter spielbestimmend. Und was Laurin Klaus da noch knapp verwehrt war, holt er in der 59. Minute nach. Mit einem Sonntagsschuss am Dienstagabend stellt er auf 2:0 für die Gäste. Es roch schon stark nach Vorentscheidung im Georg-Weber-Stadion. Rein brauchte auch rund 10 Minuten, um den erneuten Nackenschlag wegzustecken, drängte dann aber nochmal zumindest auf den Anschluss. Aber wenn selbst solche Dinge nicht reingehen wie dieser Flugkopfball von Johannes Müller, dann wird es eben schwer, die schwarze Heimserie aufzuhübschen. Grundsätzlich behielt aber Eltersdorf auch in der Schlussphase die Hände immer am Lenkrad und hätte bei konsequenterer Chancenverwertung durchaus noch höher gewinnen können. Das 2:0 reichte letztlich aber natürlich auch. Summa summarum, ich sag mal so, gibt es ja nicht ein 6-Punkte-Spiel, aber ein ganz wichtigen Spiel im Keller haben wir nochmal einen Dreier geholt und haben uns natürlich auch ein bisschen ein paar Plätze nach vorne schieben können, was mich natürlich brutal freut für die Mannschaft. Ja, ist natürlich schon enttäuschend für uns. Wir haben uns heute einiges vorgenommen. Mit der ersten Halbzeit können wir überhaupt nicht zufrieden sein. Wir waren viel zu weit weg von den Leuten. Wir haben die nötige Aggressivität einfach vermissen lassen. Sind in verdienten Rückstand geraten. Haben dann probiert, durch die Auswechslungen und Einwechslungen in der zweiten Halbzeit nochmal das Spiel zu drehen. Ich denke, wir haben es dann einigermaßen offen gehalten, aber letztendlich war das eine verdiente Niederlage, das muss man so ehrlich und fair auch sagen. Rhein wartet damit auch nach dem 6. Heimspiel weiter auf den ersten Sieg. Eltersdorf feierte gegen den 3. Liga-Erfolg in Serie und steht damit zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison über dem Strich.